So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke und es ist soweit, der neue Mega-Raid-Boss ist da und es ist Kangama. Wir haben gestern Abend noch ein Video drüber gemacht, ein Info-Video und es startet auch ein neues Mega-Event jetzt über das Wochenende. Sonntag 11 bis 14 Uhr ist auch ein Raid-Day mit Kangama, wo es in den 3 Stunden vermehrt Kangama-Raids gibt. Normalerweise waren Raid-Days immer so, dass die an jeder Arena dann gesessen haben, komplett 3 Stunden lang. Und ihr kriegt 5 kostenlose Pässe, die ihr wegmachen könnt. Wir wollen jetzt hier den Community Raid machen wieder mit Mega Kangama. Wir wollen heute Abend 18 Uhr auch Mega Raids für Zuschauer machen. Guckt euch das mal an, wo ich hier stehe. Einfach mal so gefilmt. Wir sind nämlich jetzt hier beim Wildgehege. Beim Wildgehege geht nämlich ein Mega Kangama auf, beziehungsweise ist schon aufgegangen und der Jentik hat wieder alles komplett durcheinander gebracht. Ich habe extra gedacht, ab 10 Uhr schaust du dann, dass du einen Community Raid postest, weil ab 11 Uhr ja dann die ersten aufgehen. Komischerweise haben die Leute schon um 9 Uhr oder so Mega Kangama geraidet, obwohl gestern extra nochmal da stand, dass ab 10 das Event beginnt und die Eier wechseln. Man konnte ihn trotzdem schon um 9 Uhr noch was raiden. Jetzt muss ich aber mal noch dahinter laufen. Möchte ich nämlich noch kurz was hier vom Wildgehege zeigen. Und dann zeige ich euch, wen wir alles einladen und gucken, ob es ein Shiny ist, wie schwer der ist. Aber ich habe schon gehört, dass man den angeblich auch mit 2 Leuten ganz easy down kriegt. Ist ja Typ normal. Ihr nehmt Typ Kampf und dann ist das Ding direkt in der Hose. Also Macho Maya mehr am Start würde da wahrscheinlich schon viel bringen. Ich stehe jetzt hier an der eigentlichen Arena, denn das hier ist die Wildartentafel, die sieht so aus, wo extra draufsteht, dass es verboten ist, die Tiere zu füttern. Ne? Ihr könnt da Obst ablegen, aber keine anderen Sachen. Beziehungsweise, was steht denn da? Falläpfel, kein Steinobst. Da drin sind normalerweise irgendwo Rehe und Hirsche und anderes Gefieder, aber ich sehe gerade nur Enten. Ihr werdet die Stelle vielleicht noch kennen. Hier waren wir mal wandern mit Natururin und Fladdy. Da haben wir hier drin gesessen. Hier drin sind auch schon einige Raids gemacht worden. Sieht immer wieder herrlich aus. Wir werden uns jetzt aber wahrscheinlich hier rüber begeben zu den Bänken, zu dem Rastplatz und werden dort die Leute einladen. Und wen ich einlade, das kann ich euch jetzt zeigen. Hier sieht man übrigens die Arena und das Mega Kangama. Wie gesagt, das ist schon auf. Mega Kangama, ja, hat einfach sein Kind aus dem Beutel geholt und neben sich gestellt. Das ist die Mega-Entwicklung. Jetzt wollen wir mal kurz hier drauf. Wir wollen euch im Community-Tab zeigen, wer sich eingetragen hat. So, geh mal auf Community-Tab. 11.20 Uhr, Mega Kangama. 13 Kommentare stehen wohl hier. Ja, mit einer Hand ist schlecht. Neueste zuerst, fängst du unten an. Wer wird eingeladen? Trainer Sir Abs, Genaya, Henry, Niki, Cheffe24, Kulidita auf dem einen Account und auf dem anderen Schnitzelmann, Markus, Christi, Oliver und Janni. Das sind alle 10, die es geschafft haben. Grüße auch an Pepsi, Fanraid, GoAMK, DJ Rock. Ne? Ich gehe jetzt davor, dann lade ich ein und dann gucken wir mal, ob es ein gutes ist, ob es ein Shiny ist. Und ja. So, der Raid geht auf jeden Fall gleich los. Ich muss euch das nochmal zeigen. Ich finde das wirklich herrlich hier. Guckt euch das rote Schild an. Schon mal sowas gesehen. Nein, aber hier auch der Riesenteich, alles. Da auch noch eine schöne Bank. Hier ist es einfach mega gemütlich. Hier gehen auch so viele Leute immer spazieren mit ihren Familien und allem. Ist eigentlich auch ein richtig guter Platz, um zum Beispiel am Sonntag den Raid Day zu machen mit Kangama. Weil gerade hier im Wildgehege gibt es vieles, was eingereicht wurde. Vieles, was zu einer Arena wurde. Kann ich euch auch mal zeigen jetzt hier. Ich muss euch nur mal so hinstellen. So, nee, das ist nix. So hinstellen und jetzt könnt ihr, ich habe hier mein Brettle wieder aufgebaut natürlich. Es ist wunderbar zum Sitzen, guckt euch das an. Und ich habe mein Brettle aufgebaut und das ist der Raid, den wir machen wollen. Hier hinten ist auch noch eine Arena. Wenn ihr weiter hinter geht, kommt da hinten noch eine Arena, die sieht man ganz leicht, gelb im Hintergrund. Hier oben ist noch eine Arena, hier drüben ist noch eine Arena, da ist noch eine Arena. Da hättet ihr theoretisch schon 5 Arenen zusammen für den Raid Day und könntet gemütlich hier im Grünen Raids machen und den Raid Day zocken. Leider gibt es keine Mitspieler in Hildburghausen, deswegen werde ich den Raid Day wahrscheinlich zu Hause streamen und das war's.
Opfer. Ja, keine Ahnung. Extra jetzt für am Sonntag nochmal irgendwo hinfahren, das lohnt sich auch nicht. Das ist schon wieder alles viel zu spontan und viel zu, da hätte man jetzt auch nichts großartig ausmachen können. Es ist jetzt 19, ich gehe jetzt mal hier drauf und hier, ich habe jetzt aber ein Problem, was ich sehe. Zwei Leute haben nämlich nicht angenommen auf dem. Der Janni und der Christi, die haben gerade noch gefehlt. Wie ich sehe, fehlt immer noch Janni und Christi. Ich habe nämlich hier nur Schnitzelmann, Markus und Oliver. Die anderen zwei haben nicht angenommen. Und ich habe schon zum Patsch gesagt, wenn die zum Start immer noch nicht da sind, dann lade ich den Patsch einfach mit dem Hauptaccount noch ein. Und ja, wie viel sind wir dann? Wenn zwei zehn, zehn eingeladen, wenn zwei fehlen, 10 Eingeladene, also nur 8 Eingeladene plus ich sind 9. Sobald wir 9 sind, 9, 10, 11. Wenn wir 11 sind, könnte ich es öffnen, weil es wollen auch ein paar vor Ort mitmachen von den Fliegern. Wir gehen jetzt hier einfach mal drauf auf privat und hier natürlich auch. Jetzt kommt nämlich der komplizierte Teil. Ich muss eine private Gruppe machen erstmal. So, schmeiß mal rein. Privat. Rot. Smet. Das passt auch. Einfach einladen. Cheffe, Kurli, Henry, Trainer, Sir Abs, Genaya. Schnitzelmann, Markus, Oliver. Und jetzt hier habe ich zwei frei und kann auch einen Patch einladen. Und den Daniel Schilling, genau. Das können wir ja mal ausprobieren. Wir gehen mal hier den Patch ein. Patch eingeladen. Und hier Daniel. Vielleicht ist er ja gerade online. Daniel ist online. Wir laden mal den Daniel Schilling ein. Wir sind jetzt 11, das heißt, ich kann es jetzt auch aufmachen, weil alle drin sind und die restlichen, die vor Ort sein wollen. Also, er hat sich eigentlich eingeladen vor Ort. Hannes wollte vor Ort sein, Mary wollte vor Ort sein. Die wollen irgendwie noch reinkommen, müssen wir mal gucken. Jetzt sind es 15, da sind noch ein paar hinzugekommen, wir können ja mal hier durchwühlen. Trainer, Sir Abs, Cheffe, Oliver, Kurvi Diva, Margus, Mary, Patsch, alles da, Aiwa Schaf, Ramses, Schnitzelmann, Ramdusch. Sind 16 Leute. Ramses Raid Party und Raid Mania haben eingeladen. Das war so. Oliver. Also Kurvi Diva habe ich nicht eingeladen. Grüße gehen raus. Mary habe ich nicht eingeladen. Grüße gehen raus. Aiwa Schaf und Ramdusch habe ich nicht eingeladen. Sind aber auch am Start. Bierlolli ist da. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer Bierlolli ist. Aber Bierlolli ist einfach auch da. Und ich sehe schon hier, ihr seht bei mir, ich habe nichts ausgewählt, aber es wählt einfach automatisch die Machomai-Armee. Finde ich gut. Machomai-Armee am Start. Ich habe immer gesagt, wenn ihr was macht, baut euch eine Machomai-Armee auf. Machomai ist einfach eins der nützlichsten Pokémon. So vielseitig einsetzbar. Ihr habt das gegen jeden Vierer-Raid nutzen können, egal ob da Relaxo oder Despot da oder Rihonyo im Vierer-Raid immer war. Das sind jetzt andere Zeiten. Damals gab es noch Vierer-Raids. Auch gegen viele andere Bosse, auch gerade die einen Stahltyp haben oder irgendwas, könnt ihr da immer drauf klatschen. Und neben der Machobai braucht jeder natürlich noch eine Despota-Armee. Das ist genauso wichtig. Ihr seht, dass wir den jetzt hier in 30 Sekunden theoretisch besiegt haben. Jetzt bin ich gespannt, ob irgendwo ein Shiny dabei ist. Und welches das Beste ist. Ob vielleicht sogar ein 100er dabei ist, aber das sehen wir gleich. Ich habe jetzt leider noch keine Übersicht gefunden mit den Top-Kondern, mit den IV-Werden, mit allem drum und dran, aber es ist alles irgendwie komisch. Er sollte ja eigentlich erst ab 11 raidbar sein, ab 10 in den Eiern erscheinen, aber er ist einfach schon da. Wir drücken jetzt mal hier durch. Hier drücken wir auch durch. Wir haben auch 90 Mega Energie bekommen, also mega viel. Dadurch, dass der Raid natürlich schnell abgeschlossen war. So. Hier hat er 14,25. Hier hat er 14,11. 14,25 ist gerade das Beste. Jetzt drücken wir mal hier drauf. Ist kein Shiny. 14,60, das ist auf jeden Fall der Beste bis jetzt. Dann machen wir euch nochmal einen anderen Hintergrund und versuchen den jetzt zu fangen mit silberner Beere. Da möchte ich nämlich gleich noch Bonbons mitnehmen und mal gucken, wie der Kreis so ist.
Er ist auf einfach fabelhaft, ist so groß, also der lässt sich sehr gut einfach fabelhaft treffen. Und ist im ersten Ball drin und dann noch mit doppelten Bären. Ist ein Pokémon, was auf jeden Fall Spaß macht zu raiden, muss ich schon sagen. 14,60, wir bewerten es und es ist ein 98, 96, 93, ein 91er. 91% Auengrund Thüringen, 14, 14, 13. So einfach kann man das machen. Ihr wisst, jeder Schritt, jeder Strich, der fehlt, sind erstmal 2%. 100, 98, 96, 93, ja, schon geht's nicht mehr auf. Und 91, das ist auf jeden Fall 91%. Daniel war nicht dabei, aber Patsch war dabei. Das hat also geklappt. Der ist jetzt hier weg. Das war der Community Raid. Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr Bock heute Abend auf Mega Raids für Zuschauer? Ich weiß jetzt nicht, wie wir das mit dem Wochenende machen. Eigentlich sollte Demeteros noch ein bisschen geradet werden für die Leute, die das als Shiny brauchen. Jetzt ist der da. Entweder nur bis Sonntagabend oder halt bis Dienstag, bis der andere Raid-Boss-Wechsel ist. Aber so viel Zeit ist da auch jetzt nicht mehr. Vielleicht machen wir auch beides am Wochenende. Der eine hostet Demeteros, der andere hostet Kangama. Mal schauen, wie wir uns einigen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt drehen die Enten durch, Digga. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und genießt das schöne Wetter. So, gerade auf dem Nachhauseweg habe ich gesehen, dass beim Friedhof auch noch einer aufgeht. Deswegen bin ich mal kurz hier in den Netto eingedrungen. Das ist der Netto, da habe ich mal gearbeitet. Super freundliche Kassiererin. Nicht Hallo gesagt, nicht Guten Tag gesagt, nicht Tschüss gesagt, gar nichts gesagt. Während ich abkassiert wurde, hat sie sich einfach stundenlang mit einer anderen Dame unterhalten. Also, weiß nicht, ich hätte einfach gar nicht bezahlt und wäre woanders hin. Ich habe mir jetzt noch ein Bierchen geholt und habe gesehen, es gibt 4 neue Boostersorten. Booster Attack in einer großen Dose mit irgendwas. Das werde ich mal testen für Ramses Kitchen. Habe ich noch nicht gesehen. Wir werden jetzt hier hingehen. Denn da ist eigentlich der Friedhof. Die Friedhofskapelle ist eine Arena. Ich werde mich jetzt aber hier einfach zu dem Kasten hinstellen und werde fix noch den zweiten freien Raid Pass wegmachen. Habe in der WhatsApp-Gruppe mal gepostet. Werde ich gleich einladen. Werdet ihr gleich sehen. So, da bin ich also zurück am Stromkasten. Guckt euch das an. Das ist der Stromkasten. Und wir haben jetzt noch ein paar Leute am Start hier. Einfach Schaf, Shiny Hunter, Kurvi Diva, Shenaya, Henry Niki, Prinz, Patsch, Chefe 24, Fanraid Go AMK, Ramses der dicke Ramdusch. Wir machen jetzt nochmal eine Runde. Mal gucken, ob es auch wieder so schnell geht. Wir sind ja fast die gleichen Personen, könnte man sagen. 30 Sekunden, 32 Sekunden, irgendwas. Müsste auch nochmal 90 Energie geben, dann müsste man schon 180 haben. Und ab 200 könnte man doch entwickeln, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag die 2 freien Raid-Pässe wegmache, Freitag, Samstag, Sonntag, habe ich eigentlich dann genug, um ein männliches und ein weibliches zu entwickeln. Und dann könnte ich alle 14 Tage oder alle 7 Tage immer wieder mal die kostenlose Entwicklung durchführen. Und dann steigert sich der Mega-Level. Und dann kann ich es irgendwann jeden zweiten Tag einfach kostenlos entwickeln, ohne dass ich jetzt 1000 Raids machen muss und Energie sammeln muss. Das ist das neue Feature. Der ist jetzt gleich tot, okay, ich habe die ganze Zeit sonst wo rumgedrückt. Sind halt jetzt 50 Sekunden statt 30. Es sind ja deutlich weniger Leute. Ich könnte mich immer noch über die Kassiererin aufregen. Das nagt an mir, davon träume ich noch. Nein, Ich kannte, als ich halt da gearbeitet habe, war das anders. Für mich, der Kunde war der Kunde. Wenn der Kunde noch nicht fertig war, war der noch nicht fertig. Und erst wenn der weg war, wurde der nächste drangenommen. Aber dass man mit dem einen noch stundenlang redet und den anderen nebenbei abfertigt, finde ich halt trotzdem irgendwie... Naja, man kann ja wenigstens Hallo sagen oder... Ach, scheiß drauf, genau. So, 14,32, der ist nicht so gut wie eben der, ist ein bisschen schlechter. Wir stellen euch wieder hin zum Fang. Wir nehmen auch wieder eine silberne Beere, weil ich eh nicht weiß, was ich damit machen soll. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wofür ihr eure silbernen Beeren momentan nutzt. Das war leider nichts, aber mein Bildschirm ist so dunkel, dass ich eh nichts erkenne. Für was nehmt ihr eure silbernen Sanana-Beeren? Was fangt ihr damit? Normale Pokémon, Raid-Bosse, Legendäre, anderes Gesocks?
Den können wir trotzdem bewerten. Haben jetzt hier 10, 13, 15. Kloster Vesra sind wir schon und haben 170. Das heißt, wir haben jetzt 80 bekommen und haben davor 90 bekommen und der nächste Raid dürfte ausreichen. Dann kann man das einmal entwickeln. Mega-Entwicklung kostet 200, wie gesagt. Das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.